Radio Dreifach. Es hat einfach verdammt gefackt, weil die Leute verdammt easy drauf waren, oder? Kann ich mich nochmal anschliessen, ja. Perfekt. Der Hammer, darum wird der Song zu deinen Drogen. Rapper jammern, weil wir den Standard hinkommen. Es war ein kurzer Auftritt, eine halbe Stunde. Da ich persönlich, mir geht es sehr gut. Ich fühle mich energiegeladen. Ich freue mich auf die weiteren Acts. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Stress jetzt wegen diesen Verschiebungen. Und freue mich einfach auf einen Stormzy, auf einen Megalo und so, wir bleiben heute hier. Dreifach wie Jungen rauf, dann kann ich blitzartig ab und mit Daumen rauf. Kai und Timi, die bleiben gerade. Ja, ich bleibe jetzt sicher noch Megalo, was ich noch höre. Und dann mal schauen, je nach Wetter und Gemütszustand. Beim Megalo denke ich einfach manchmal so, fuck, der Wichser. So, huere krasse Take. So, das regt mich dann mehr auf, ist keine Inspiration. Nein, aber natürlich, also ich bin auch so ein Konstrukteur, ich probiere so Zeug zu basteln, dass es nicht nur reimtechnisch aufgeht, sondern auch inhaltlich. Und ich finde, er bringt das verdammt Straub her. Nicht für ein Stück Fame, sondern machen die Musik für euch. Also drück Play. Um einem gewissen Alter findest du so, ja, ich mache einfach den Sound, den wir machen. Und hat nur ein grosses Verbesserungspotenzial. Es ist nicht, weil wir verdammt gut sind, sondern weil wir es nicht mehr besser können in diesem Alter. Der Lügner hat mal gesagt, wir machen Rap für U30. Und das ist so, ja, haben wir auch das Gefühl gehabt. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Und jetzt, heute hier war es recht durchmischt. Ja, ich kann noch ergänzen. Also erfahrungsgemäß sind wir Büzer und die Leute auf dem Land. Los uns, oder? Es ist ein bisschen so. Dann irgendwie der Gärtner, der zu dir kommt, und der Dachdecker, so, die fühlen das einfach. Ja. Seit ich 3 bin und er 5. Wir sind zusammen aufgewachsen als Nachbarn. Und ja, also wir verstehen uns einfach blind. Es gibt immer wieder Momente, wo wir gleichzeitig das Gleiche sagen, aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann so, prass. Und dann sagen wir genau das Gleiche und schauen uns an, was ist los. Ich kann mit niemand anderem Musik machen als mit dem Dimi. So, wir ergänzen uns irgendwie und haben das zusammen angefangen und hören das jetzt auch zusammen auf wahrscheinlich. Wir rauchen wie ein Feuer und wir saufen wie ein Brunnen. Seit ungefähr einem Vierteljahrhundert. In unserer ersten Phase von unserer Karriere. Ja, irgendwann haben wir genug gehabt, glaube ich. Ich weiss gar nicht, warum. Es hat nicht geheißen, so kommen wir jetzt nicht mehr. Einfach, es hat sich so ein bisschen ausgeleiert. Hast du mal irgendwann gefunden, hey, wenn wir wieder mal Musik machen? Ich fand, ja, mal schauen, ich habe alles verkauft. Kein Studio-Equipment mehr, kein Beat mehr gemacht in 15 Jahren. Ich habe gefunden, ja, komm, jetzt probieren wir es mal. Und dann hat es erst ein bisschen Wagen auf Wackeligen beigestanden. Hat es ein bisschen schäbig getönt, alles recht mies. Und der Kaiser hat wohl, dass ich alles ghostwrite von ihm. Er hat mir gesagt, ich muss alles schreiben. Er hilft schon, ich muss alles schreiben. Und er hat gesagt, er kann noch nicht mehr schreiben, aber wir sind wirklich eine halbe Stunde hergekocht. Wir hatten echt den Killer-Pay. Wie wir schon Gang haben, wir machen die Musik so. Nicht für ein Stück Fame, sondern wir machen die Musik für euch. Also drück Play. Einfach chillig, also nicht überambitioniert. Wir sind ja nicht mehr 20 und wir sind auch realistisch geworden, glaube ich. Das stimmt. Ja, eben, wir machen einfach gerne Musik. Weißt du, und das Schöne ist, wir müssen nicht, wir haben keine Verpflichtungen, wie unser Song muss tönen, wir können machen, wir können von heute auf morgen Techno machen, wenn wir das wollen, scheißegal, es interessiert eh keinen Soul. Du ein bisschen sounden, saufen ein bisschen Schnaps und schauen, was rausschaut. Und vielleicht gehen wir das dann auf das Netz und schauen mal wieder, ob das etwas kann. Die Leute das noch fühlen. Und dann schauen wir weiter. Oder? Ja. Abgemacht. Radio Dreifach.